Herzlich willkommen zu meinem zweiten Teil aus meinem Insta-Live am Freitag. Hier zeige ich euch jetzt nun meine Katalogkarte. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln und freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Viele Grüße aus meinem Craftroom, eure Jutta Hartmann. Und schon einen Demonstrator, das heißt Demonstratorin an eurer Seite habt, dann sprecht die bitte an. Jeder Demonstrator kann sich die Materialien und also das, was man dafür verwendet, kann der nachschlagen. Ja, und kann euch dann genau sagen, dafür wurde das Stempelset, das Papier etc. benutzt. Ja, und wenn ihr noch keinen habt, noch keine Demonstratorin, ihr wisst ja, hier bin ich. Gerne helfe ich euch weiter. So, also, was braucht ihr hierfür? Also, ihr braucht als erstes, ich nehme immer, wenn ich weißen Cardstock nehme, immer den dicken. Das nicht Flüsterweiß, man hat das noch so drin. Ne? Das Grundweiß gibt es einmal in dünn, also ganz normal, so wie man das von dem normalen Farbkarton eben halt kennt, wie hier zum Beispiel. Ne? Und es gibt es aber auch in dick. Dann hat man nämlich hier so die Karten. Also das nehme ich immer für weiße Karten halt. So, nicht um Kopf und Kragen reden. Jetzt habe ich hier dieses mega schöne Korkpapier. Ja, ich habe mir das bestellt und ja, ich habe das noch nicht ausgepackt. Weil ich dachte mir, okay, Kork, ja, das wirst du irgendwann mal nehmen. Jetzt haben die das hier benutzt und ich schneide das heute. Und das ist das Erste, wo ich drin schockverliebt bin. Ich halte das nochmal hoch. Seht ihr das? Also hier, das ist Papier. Das sind Lücken. Oder da, ja. Und zwar, wenn ich das umdrehe, habe ich hier dieses Papier. Ja, ich mache nochmal so, dann kann man das sehen. Das besteht aus zwei Schichten. Und zwar einmal diese Korkschicht und einmal hier das. Und das sieht so ein bisschen, das ist auch glänzend von der Seite, als wenn das so einen kleinen Hauch Gold hat, hat es aber nicht. Also ganz toll, fühlt sich auch sehr, sehr schön an. Ja. Kann ich auch nur empfehlen. Ich überlege die ganze Zeit, zu welcher Produktreihe ich mir das geholt habe. Das war im Herbst. Ich muss das nochmal nachschauen. Ich weiß es nicht. Das war ja heute ganz spontan. So, das kleben wir uns hier auf. Ich falte es aber nochmal eben nach. Die springt mir zu sehr auf. Das Maß ist ganz einfach. Ich habe 15,15 habe ich genommen. Genau. 15 cm hier ab, also das DIN A4 Farbkarton so reingelegt bei 15,15. Oder war es doch die 15,5? 15,5, Entschuldigung. Es ist schon spät. Und ich kann euch sagen, ich habe heute schon 25 Adventskalender sortiert. Verzeiht mir das bitte. Also 15,5. In der Breite vom A4-Blatt abgeschnitten. So, und bei 10,5 gefalzt. Und das klebe ich mir jetzt drauf. Tombo, wo bist du? Ja. Ich organisiere ja einen Adventskalender. Und wir haben dieses Jahr das erste Mal die Nummer 25, weil ich jemanden vergessen habe. Dann habe ich in die Runde gefragt. Wir sind nämlich insgesamt 25 kreative Frauen. Männer wären auch willkommen gewesen, aber es haben sich irgendwie nur Frauen eingefunden. Und der Adventskalender beinhaltet etwas Selbstgebasteltes. Und die musste ich heute sortieren, weil die morgen abgeholt werden. Und ich kann euch sagen, ich habe das ein bisschen unterschätzt. Ich dachte mir, Stunde wäre ich fertig. Nein, war ich nicht. So, wenn das jetzt hier so ein bisschen weiß drüber ist, dann mache ich immer Trick 17. Ich hole mir mal einen kleinen Papierschneider.
Ihr könnt das auch mit eurem normalen machen. Schiebt mir die so ein bisschen, also wirklich ganz Kante. So. Und schneidet mir den Rand ab. Und schon habe ich sie gerade. Also das muss ja nicht genau 100% das Maß haben, ne? Aber so mache ich das. Okay, so, als nächstes, das habe ich dann hier soweit fertig. Dann kommt der Kreis, das war das Silberpapier, was ich euch gezeigt habe. Und dafür braucht ihr, das kann ich euch auch direkt sagen, den größten Wellenkreis, das sind die Larian Circles Framelits. Ja, ihr braucht den größten davon. Und von dem ohne, wo habe ich ihn? Hier. Das ist dieser hier. Das ist der zweitgrößte. Ja, weil ich möchte hier noch ein bisschen Rand haben. Ja, so war das auch auf der Karte. Da war ein bisschen Rand dann mit dabei. So, die beiden braucht ihr dafür. Habt ihr das nicht, nehmt ihr einfach nur einen normalen Kreis. Ja, also braucht ja nicht die Umrandung. Ne? Also man muss dann immer so ein bisschen improvisieren. Ich habe bei der Karte auch improvisiert. Das werdet ihr gleich sehen. Und man muss ja nicht alles so 100% genau nachmachen. Jetzt brauche ich ein Stück Grundweiß. Ich habe hier meinen Pinsel. Die Farbe Babyblau. Für den Himmel. Wenn ihr jetzt sowas nicht habt, dann nehmt ihr ein Schwämmchen, Fingerschwämmchen, eine Rolle, egal was, ja? Aber die sind mega. Wenn man die einmal hat, dann will man die nicht hergeben. So, und dann fange ich ganz vorsichtig an und drehe. So Kreise, ja? Also normalerweise fängt man auch von hier an und geht so langsam, aber ich bin jetzt ganz langsam drauf gegangen und das reicht auch. Das muss jetzt nicht so perfekt sein, weil wir das ausstanzen gleich. So, das kommt weg. Und zwar werden wir jetzt mit dieser Stanze, ja, die hat so kleine Sterne, und da werden wir das jetzt hier ausstanzen. Und dafür hole ich jetzt meine Stanzmaschine. Und zwar die Mini. Die süße. Süße kleine Mini-Stanzmaschine. Ich liebe die ja, ne? Also ich finde die so toll, weil die so praktisch sind zum Wegräumen. No? Zack, einklappen. Ich habe hier so einen Rollwagen. Perfekt. Und vor allen Dingen einfach. Ihr habt hier das erste Sandwich. Und dann braucht ihr nur noch einmal, wo ihr drauf stanzt. Und zweimal für oben. Mehr ist das nicht. So. Ich stelle das mal so hin. Das da drauf. Lege mir das rein. Und was ich gerne mache, ist, ich habe so ein Washi-Tape. Ja, wo habe ich das? Hier. Also für die, die mich schon mal öfters sehen hier, wissen das. Das ist so ein Washi-Tape von Sissix. Haben wir leider nicht in unserem Sortiment. Aber da bleibt euch das nicht kleben. Und wir haben ja noch nicht leider die Magnetplatte. Aber ich hoffe, dass die vielleicht ja, mit dem nächsten Katalog dabei ist. So, und das muss ich jetzt mehrmals hier durchstanzen. Ja, seht ihr, ich reiße mir das Papier nicht ab. Jetzt brauche ich meinen Pixer. Kurz mal die Sternchen auch rausholen. Punkte. Da sind so kleine Sternchen, die man dann ausstanzt hier. Schaut mal. Das habe ich heute Mittag gar nicht gesehen. Die verwende ich auch gleich für meine Mitte. Die könnt ihr auch dann für Schüttelkarten. Ne? Sowas verwahre ich auch.
Also ihr seht, ich bin da wirklich der Meister des Verwahrens. Dann lege ich die wieder hier hin. So, dann wieder durch. Aber ich verwerte die Sachen auch. Ja, also das ist jetzt nicht nur verwahren, verwahren, horten. Ja, bei mir werden die Sachen auch verwertet. So. Wieder eben rausholen. Ich habe so kleine Döschen, wo ich mir das reintue. Und die Sterne allein sind auch mega schön. So, und dann machen wir jetzt noch einmal hier. Kurz schauen, wo es dahin geht. Also das finde ich schon, alleine diese Stanze macht schon echt viel. Ne? So kann man auch so einen Hintergrund von der Karte gestalten. Na, jetzt habe ich sie falsch reingelegt. Bis zum Anschlag. Mein Papier ist hier. Man muss immer gucken, dass die wirklich richtig gut liegt, drin liegt. Sonst funktioniert es nicht. So, Anschlag. So, jetzt. Halte ich mal meinen Kreis drüber, ob das schon ausreicht. Wir brauchen ja nur oben den Bereich perfekt passt. Ja, wir brauchen ja nur den, obwohl da ist ja gerade das Blau mehr. Ne? Kommt, ich mache noch einen Gang machen wir noch. Ich gebe Gas. Aber so ist das beim Live-Basteln. Ne? Alles kann man nicht vorbereiten. Und ihr könnt euch ja einen schönen Kaffee trinken. Nee, abends trinkt man keinen Kaffee, aber wenn ihr euch das im Replay anschaut, Pause, Kaffee holen, frühstücken oder was anderes Schönes dabei machen. Ich bügel ja immer dabei. Ich habe im Keller mein Tablet stehen und dann bügel ich und schaue mir dann schon mal so aus Amerika Sachen an. Die Seite will mich nicht. Ich habe es auch nicht richtig drin liegen. Bis zum Anschlag. Das gibt's auch jetzt nicht. Ja, die Nicole, wenn die zuschaut. Ich habe, glaube ich, die Platte auch anders. Nee, ist richtig. Die lacht jetzt, weil die das Problem auch hat. Und ich ihr es jedes Mal zeige. Und es läuft durch. Ich stehe auch immer anders. Und mein Papier ist. Ich muss mir die mal eben anders hinstellen. Und mal mehr reinlegen. So. Ich habe auch hier den ungünstigsten. Genau. Also ihr müsst das schon ein bisschen mehr reinlegen. Das ist es. Und ich habe auch den ungünstigsten Untergrund hier. So, jetzt haben wir mal. Jetzt kommt nochmal. Klappe die zweite. Also ich habe die Stanzmaschine auch immer näher bei mir stehen. Und dann nicht auf so einem Untergrund. Aber ich muss hier was drauflegen, weil ich hier eine Glasplatte habe. Und das müsste jetzt ein bisschen nach hier hin, zu mir hin. Genau. So, ab, seht ihr, klappt hervorragend. Jetzt rutscht das mir nur hier weg. So. Also nicht auf Papier ausstanzen, Regel Nummer 1. Regel Nummer 2, so reinlegen, nicht ganz nach vorne hin. Und die Ruhe bewahren, Regel Nummer 4. Du machst nichts falsch. So.
und zack, klappe ich die wieder zu und beiseite. So, jetzt muss ich aber meine Unterlage mal hier ein bisschen festmachen wieder. Weil ich hasse ja, wenn alles rutscht und hin und her. Das ist nicht so. Das meine. Hier ist noch ein Stern drin. Den holen wir raus. So. Tombo. Hier gehe ich auch nur so an den Rand. Na, damit wir uns nicht die Sterne, dass das so ausquillt. So. Und dann klebe ich mir das hier drauf, ungefähr mittig. Und dann haben wir schon den ersten Hintergrund geschafft. Na, das war jetzt hier die Sonne. So, dann haben hier das Designerpapier vom letzten Jahr genommen, weil ich das neue in Babyblau nicht hatte. Man kann sich nicht alle Farben holen. Und jedes Mal das gleiche Designerpapier. Deswegen habe ich mir das genommen und das geht auch hervorragend. Ne? Schaut mal zu Hause, was ihr für Bestände habt, wenn ihr das nicht habt. Ihr könnt auch einfach nur Farbkarton nehmen. Und dafür habe ich die Stanzen Basic Bordüren genommen. Auch so ein, was ich auch sehr empfehlen kann. Der Name sagt schon Basic. Ne? Damit könnt ihr wirklich auch ganz toll gestalten. Ne? Also man kann auch eben halt hier die Karte durchteilen. Ne? Und ich finde diese Stitches, ich mag gerne Stitches. Ne? Und diese habe ich hier genommen und habe das schon ausgestanzt. Also wirklich ganz tolles Set auch. Was zu den Basics gehört, ne? Die man auch wirklich gut und oft benutzen kann. So, das brauchen wir. Dann brauchen wir, kommen wir zum Stempeln. Habe ich es hingelegt? Einmal, zweimal, genau. Das ist hier dieses flauschige Samt. Ja, ich zeige das nochmal so. Und nochmal was näher dran. Das ist auch sehr gut. Da kann man nämlich drauf stempeln. Und wir stempeln aber, glaube ich, erst das Haus, würde ich sagen. Und da hatte ich auch mir schon was zurechtgeschnitten, aber weg. Gut, dann müssen wir das Große nehmen. Ist nicht schlimm, schneiden wir uns zurecht. Fangen jetzt hier erstmal mit dem Haus an. Ich messe mir das nochmal eben aus. Das Haus war so 5,5. Mal 13,5. Also Papierschneider. Das lege ich mir auch beiseite, damit das hier nicht zwischenkommt. 5,5 lege ich hier an. Mal 13,5. So. Einmal. Seite. So, ist das dann auch schon 13,5? Nein, dann machen wir das auch direkt mal schon mit. Zumindest so. Ihr seht, man kann das auch sehr gut schneiden. Auch das Kork könnt ihr hier mitschneiden. So, jetzt messe ich mir aber das auch noch mal eben aus. Das waren so ungefähr 7, machen wir mal 8 cm. Man kann hier unten auch immer noch was wegschneiden. So, das kommt in meine Restekiste. So. Und dann habe ich hier ein Stempeltool, was ich dafür auf jeden Fall empfehle. Müsst ihr nicht, aber ich liebe den Stamparatus. Ist schon so ein cooles Wort. Stamparatus. Oder Stamparatus. Der ist mega. Ihr habt nämlich hier zwei Acrylplatten, wenn ihr den kauft. Ihr habt zwei Magnete. Ihr habt noch so eine, wo ist die? Schaumstoffplatte hier.
mit dabei. Für Polymerstempel müsst ihr die nehmen, weil die Stempel hier sind ja schon gepolstert, ne? Und ein Polymerstempel hat kein Polster. Und das Polster ist dafür da, dass das Stempelergebnis sehr gut wird, ne? Deswegen habt ihr das hier, das wissen die meisten nicht und können da nichts mit anfangen. Dafür ist die, ja, dass das Stempelergebnis gut ist. Ihr hängt euch das hier ein. So, ich wollte ja das Haus zuerst. Das war das hier, ne? Ich muss noch eben kurz nachgucken. Genau. So, ihr macht euch das jetzt fest. Ihr fixiert euch das hier. Die Magnete sind auch wirklich Magnete. Und ihr müsst aufpassen, die flitschen ganz schnell. Habt ihr das gesehen? Ganz schnell aneinander. Na, schön immer so beiseite legen. Hier haben wir so eine schöne Skala. Ich lege mir das hier mal bei 12 an. So, und dann kann ich mich auch so richten, dass das auch schön gerade dann drauf kommt. Und dann lege ich eins dahin und eins hier auf die Ecke. So, und normalerweise ist der Stempel hier nicht drauf, aber ich hatte den ja schon. Und dann schaue ich, wo ich das Haus hinhaben möchte und lege mir den Stempel so hin, wie ich ihn haben möchte. Ich denke so. Ja, so müsste der gut sein. So, dann nehme ich meine Acrylplatte und lege mir das so drauf, drücke einmal drauf, damit der hält. So, und dann habe ich den hier schon automatisch drauf. Warum Stamparatus? Was ist das Besondere daran? Ihr habt ganz viele Möglichkeiten. Also erstmal, die erste Möglichkeit, die ich mega cool finde, ist, wir können nachstempeln. So, ich benutze als erstes Espresso. Ich muss mal eben kurz überlegen, hatte ich als erstes Espresso? Erst das Helle, dann das Dunkle. So, so rum war es. Wildleder. Erst Wildleder. Gehe jetzt mit dem Stempelkissen drauf. So. Okay. Und noch eine Sache, was ich euch jetzt super gut zeigen kann, wo Stamping Up auch ein Patent drauf hat und was auch diese Stempel so, ja, qualitativ und auch wirklich, was es das ausmacht, ist, ich suche gerade das im Katalog, ich habe das nämlich da gelesen, das sind Distinctive Stempel. Schaut mal hier, da steht Distinctive. Ja, was heißt Distinctive? Was ist das? Und zwar, wenn ihr euch den Stempel mal hier, den Abdruck mal genauer anschaut. Ich halte jetzt mal gerade. Hoffentlich blendet das jetzt nicht. So. Dann seht ihr diese unterschiedlichen Schichten. Ja, das ist Distinctive. Das macht dieses 3D-Effekt. Habe ich mal eine Karte? Schaut mal hier. Seht ihr das? Dieses, na, und das ist das. Ja, also super. Und das habt ihr nicht immer bei anderen Firmen. Also ich kenne das gar nicht so. Na, das ist echt schon was Gutes. So, ihr drückt hier drauf, übt ein bisschen Druck aus und geht zurück. So, jetzt habe ich natürlich so einen Stempel, wo man das nicht sieht. Aber gehen wir mal davon aus, das ist für mich jetzt hier vom Farbton her nicht besonders schön. Dann kann ich hingehen. Ich nehme jetzt noch eine zweite Farbe dazu. Ich mische jetzt. Ich nehme jetzt den dunkleren Ton, Espresso. Gehe einmal nur so ganz kurz drüber. Ich will, dass der nicht so ganz drauf kommt, weil der ja dunkler ist. Und dann kann ich nämlich super nachstempeln. Ja, ich brauche nicht zielen, weil wenn ich den jetzt auf so einem Acrylblock hätte hier, ja, wüsste ich ganz genau, ich könnte das vielleicht gut hinbekommen. Aber wenn du Anfänger bist und noch nicht so erfahren bist, dann hast du immer einen Versatz. Garantiert. Na, und das hat man hier mit diesem Gerät nicht. Na, und jetzt kann ich auch zwei Farben super übereinander stempeln. Gut,
nehmen wir das jetzt mal raus. Wir haben jetzt das Haus und jetzt nehme ich mir hier auch die Platte raus. Ich kann übrigens, auch wenn ich das Haus mehrmals untereinander haben möchte, kann ich hier die Platten rausnehmen und so versetzen und stempeln. Ja, das ist auch sowas, was den einzigartig macht. Ich habe schon viele Stempelhilfen gesehen, aber mit dieser Funktion habe ich noch keins gesehen. Und bei den meisten ist die Platte auch nur eine dabei und die ist fest fixiert hier. Ne? Und das finde ich cool, weil ich kann jetzt einfach mal kurz wechseln, ohne großen Aufwand, und hole mir meine zweite Platte und lege mir die hier rein. So, und jetzt kommt hier wieder mein Papier, diesmal das Samt. Ich lege mir das hier bei 12 wieder hin. Nehme mir mein Magnet an diese Ecke. Und hier hin mit dir. Den Stempel ziehe ich mir. Den habe ich natürlich jetzt so lose. Den positioniere ich mir. Und der war hier ziemlich am Rand. Soll der hin? So. Ich denke, so ist gut. Nehme meine Platte und drücke das so runter. So. Und da habe ich wieder Wildleder genommen. Hoppla. Und wie gesagt, Einsteigerangebot kriegst du umsonst, wenn du das wahrnimmst, das Einsteigerangebot. Der kostet, ich glaube, 59 Euro. Kann damit rein. Und ich hatte erst Bedenken gehabt, ich denke, oh, ob das geht auf Samtstempeln. Aber wie ihr seht, es geht. Und jetzt stempel ich nochmal nach, mache das ein bisschen dunkler. So, damit die auch so ein bisschen unterschiedlich sind. Ja, man kann so oft wie möglich nachstellen. Ich könnte jetzt auch noch mal eine andere Farbe mit rein, aber das reicht mir jetzt. So. Nehme ich das raus und lege das beiseite. Also, tolles Teil, Stamparatus, Daumen hoch. Eine wunderbare Hilfe. Theoretisch bräuchtest du mit dem Teil gar keine Acrylblocks, weil du kannst damit alles stempeln. So, jetzt brauchen wir wieder die Stanzmaschine und da nehmen wir jetzt die große. Das ist die große Stanzmaschine. Auch hier habe ich wieder zum Aufklappen und da habe ich Nummer 1, das ist wieder nummeriert, kommt da rein. Dann habe ich Nummer 2. Das ist diese hier. Dann habe ich meine Acrylplatte. Wo ist sie? Moment. Einmal. Und zweimal. Ihr braucht ja immer zwei. Und da ist dann die Nummer 3 drauf. Ja, also wirklich ganz, ganz einfach. Na, immer eine zum Schneiden drauflegen und eine für oben. So, und was ich immer mache, ist, ich lege mir die nach unten hin. Das finde ich immer persönlich vom Vorteil. Ist aber immer Ansichtssache, ne? So wie der, wie man es selber mag. Der eine findet das, die Ordnung nicht so toll. Ich lege mir die mal unten hin. So, und jetzt kann ich mich zwei auf einen Schlag ausstanzen. So, das ist einmal für die Bäume hier. Und die Bäume haben so eine Lochung hier. Und dafür haben wir, ich hole das mal eben, ich hoffe, das ist das Haus, das kann ich mir auch schon mal hinlegen, diese hier. Und die lege ich mir einfach so rein. Komm her. Und da. So war das. Jetzt gucke ich mir das, aber ich habe das so einfach aus der Menge gemacht. Ich denke, das passt aber schon ganz gut. Wollen wir hoffen.
So. Und das Haus lege ich mir auch hin. Und das klebe ich mir aber fest. So. Okay. Das ist das Fenster, was ausgestanzt wird. Ist immer so ein bisschen schwierig, wenn man eine andere Perspektive hat. Und dann klebe ich mir das hier so damit fest und denke, wird schon gut gehen. So. Bis zum Anschlag und kurbeln. Und dann kurbel ich mir das durch. Das ist der Vorteil einer größeren. Da kann man nämlich wirklich alles auf einmal ausstanzen. Ich hätte mir jetzt auch noch hier den Hund dazulegen können. Den habe ich aber schon vorbereitet. So. Ja, Haus ist perfekt geworden. Stanze beiseite. Mal sehen, was die Tannenbäume machen. Die sehen auch gut aus. So, die lege ich mir auch mal beiseite. Oh, die bleiben schön kleben. Das ist schon mal sehr gut. Und dann lege ich mir das Ganze beiseite. Das ist also die große Stanzmaschine. Na, aber auch platzsparend. Ne? Ich habe hier so einen IKEA-Rollwagen. Den kennen die Bastler wahrscheinlich. Und da passt die hervorragend drauf. So. Wo ist mein Pixer hin? So langsam fängt es auch chaosmäßig bei mir hier an. Wenn man nicht direkt alles beiseite räumt, dann ist man verloren. So, und dann pikse ich mir das hier so raus. Ich finde nämlich meinen Aufhebhelfer nicht. Da ist nämlich unten auch so ein Pixer dran. Den nehme ich eigentlich nämlich lieber. Das ist hier der alte von Stamping Up. Den gibt es nicht mehr. Dafür haben die den Aufhebhelfer eingeführt. Aber ich hab davon zwei, weil da auch so ein Bürstchen dran ist. Den Samt bekommt ihr mit dem Bürstchen nicht raus. Also Bürstchen meine ich das hier. Ja, das ist ja der Aufhebhelfer. Und da gibt es hier so eine Zusatzfunktion, die man dazu kaufen kann. Das ist dann das Bürstchen und normalerweise kann man dann da so drüber gehen und holt sich das raus. Aber das Sandpapier ist natürlich dicker und deswegen funktioniert das hier nicht. Aber wir haben das auch ganz schnell durchgepikst. So, zapp, zapp, zapp. Wir brauchen nur das hier, weil das andere habe ich schon vorbereitet. Raus mit euch. Okay. Jetzt gehe ich hin und schneide mir das hier ab. Habt ihr das gesehen? Das ist auch toll an der Schere. Ihr könnt kräftig draufdrücken und die schneidet euch bis in die Spitze alles raus. Auch eine ganz tolle Schere. So, dann fangen wir an und setzen uns das zusammen. Also, ich habe das so gemacht, ich habe mir das aufgeklebt auf meiner Silikonmatte und habe das dann erst auf die Karte, damit mir da kein Unglück passiert. Ne? So. Ich nehme mir hier meinen Tombow wieder, klebe mir hier was drauf. Und dann drehe ich das um. Und dann klebe ich mir das hier ganz toll hin. Perfekt. So. Gut. Dann kommt hier das da unten drunter. Da klebe ich mir das jetzt hier hinten so. Und positioniere mir das so, wie ich es haben möchte.
ob die Ecke an Ecke ist. So. Den Rand schneide ich mir hier ab. So. Und dann habe ich das auch hier drauf. Jetzt kommt noch der eine Tannenbaum. Hier hatte ich noch mal mir welche vorbereitet. Nee, der sieht jetzt nicht schön aus, weil er so abgeschnitten ist. Dann nehmen wir natürlich wieder den hier. Einmal. Und wir brauchen hier einmal den großen. Ist aber nicht schlimm, wenn das hier an der Seite so ist, weil der versteckt sich dahinter. Und hier, das schneide ich auch ab. Hier ist auch noch ein Teil. So, da kommt hier auf dem Streifen Tombo drauf. Und den klebe ich mir da so hinter. So. Und das gleiche mache ich mit dem auch. Und dann sind wir gleich schon fertig. Also so baue ich mir das auf. Das war hier hinter und ihr seht, das macht überhaupt nichts aus. Und die guckt dann da oben so raus, die Tanne. So. Und dann kommen meine Hunde. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das Hunde sind überhaupt oder ob das ein Fuchs ist. Mit dem langen Schwanz, das ist ein Fuchs. Ich bin ja ein Hundemensch, ne? Deswegen war das für mich zuerst ein Hund, aber das ist ein Fuchs mit dem langen Schwanz. Und die habe ich auch auf Samt gestempelt und ausgestanzt. Und den klebe ich mir jetzt hier oben hin. Und das geht wirklich gut mit dem Sand. Und das färbt auch nicht ab. Da hatte ich so meine Bedenken. Ich dachte mir, na, ob das so gut geht. Aber es färbt tatsächlich nicht ab. Und er kommt dahin. So, dann hätten wir das fertig. Meine Grundkarte, wo ist sie? Hier. Ich dachte schon, wäre jetzt schon weg. So. Und mein Kreis hier noch. Den finde ich so mega schön. Auch die ganze Farbkombi finde ich total toll. Und eigentlich ganz einfach. Man muss nur wissen, wie. Aber das wisst ihr ja jetzt hier. So. Und das war schon wieder den Fehler, habe ich vorhin auch. Ich wollte das mit Dimensionals aufkleben. Dass das so ein bisschen hervorpoppt. So, hatte ich vorhin bei der Karte auch. Habe ich schon alles ein. Ich dachte, nein, ich wollte da Menschen nehmen. So. Ich bin da nicht so ganz so sparsam mit. Vielleicht an den Seiten hier noch. Und da. Würde mich ärgern, wenn das durchhängt dann, weil ich so sparsam war. So. Und ich finde, diese Produktreihe ist nicht nur für Weihnachten. Ne? Also wenn jemand gerne so ja, die Natur mag, ne, könnte man da auch eine super Geburtstagskarte draus machen. Vielleicht hat da auch jemand im November Geburtstag. Geht doch. So, den Spruch hatte ich mir auch hier. Allen guten Wünschen könnte man dann jetzt hier. Also die haben das in dem Beispiel dahin gesetzt. Aber die haben nicht so viel Platz und das hat mir nicht gefallen. Deswegen habe ich das theoretisch dann dahin gesetzt. Das mache ich jetzt nicht, weil ich nehme vielen Dank gleich mal.
Ne? Sonst habe ich zwei gleich, aber ich lasse das mal so liegen. Was habe ich noch gemacht? Ich habe hier innen diese Sternchen aufgeklebt. Normalerweise mache ich immer so einen Innenaufleger rein. Ich gucke mal, ob ich hier einen habe. Ich stanze mir die immer vorher aus. Nee, natürlich nicht. Die habe ich alle verbraucht. Gucken, ob ich in der Karte, das ist nämlich auch eine weiße. Ich möchte das einmal kurz zeigen. Die habe ich auch nicht gemacht. Also innen drin mache ich mit den bestickten Rechtecken. Starte ich mir was aus und klebe das drauf. Aber da das hier weißer Cardstock ist, dachte ich, braucht man das nicht. Ne? Und dann habe ich diese Sternchen, die hier raus waren, mir dann da noch aufgeklebt. Ne? So, das wäre diese tolle Karte. Plus Verpackung. ich hoffe, euch hat das gefallen. Ja, ich bin wieder an meine alte Zeit rangekommen. Aber es waren auch zwei Projekte. ne? Ich hole jetzt mal das Handy wieder aus der Halterung. Bitte Augen zumachen, damit ich auch mal sehen kann, wer denn so lange mit dabei geblieben ist. oh, da kommen schon ein paar Herzen, das sehe ich. Ich hole es raus, drehe einmal um. Voilà, da bin ich wieder. so, oh, vielen Dank. Oh, schön. Jetzt schaue ich mal, ob da irgendwas noch gibt. Nein, ich habe keine Magnetplatte. Es gab von Stamping Up eine Magnetplatte, die ist aber leider aus dem Sortiment rausgenommen worden, weil der Qualitätsprüfung nicht gerechtfertigt war. Da wird aber garantiert noch was kommen, aber was weiß ich nicht, ne? So. Genau, bei der Weihnachtsgeschenkproduktion ist der Stamparatus super, weil ihr könnt da Massen ganz schnell immer mitstempeln. Ne? Ah, die Susanna ist auch da. So, ich gehe jetzt hier rückwärts. Ne? Genau, nachstempeln, der ärgert man sich nämlich, weil die Schrift da nicht richtig durchgestempelt ist. Ne? Also damit geht er wirklich auf Nummer sicher. Ne? So. Genau, regelmäßig die Platten drehen. Richtig, Nicole. oh, schön. So, mal gucken, was da noch kommt. Genau, die Anke ist froh, dass die eingestiegen ist. Ich bin auch froh, dass du den Schritt gewagt hast und mit im Team bist.